Ich bin Jan Roschütz vom Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin, kurz KIJUFI. Und wir hatten das Panel, Moment, muss mal gucken, Anreize zur Partizipation an Barcamps für Jugendliche, wenn man solche Sachen wie Geld, politische Mitbestimmung oder irgendwelche Gewinne mal rauslässt. Hatten schöne Diskussionen. Es hieß natürlich als erste Frage, warum mache ich ein Barcamp? Sprich, warum sollten die daran teilnehmen? Also natürlich, erster Punkt, Lebensweltbezug, wurde ja auch vorhin schon in dem Vortrag genannt. Dann ist wichtig ein konkretes Thema, das zwar Spielraum lässt, aber trotzdem genug definiert ist, dass die Jugendlichen wissen, worum es geht. Ich muss hier ein bisschen spicken, wo ich mitgeschrieben habe. Dann kann man als nicht finanzielle Anreize zum Beispiel Qualifikationen bieten, wie ein Zertifikat oder eine Praktikumsbescheinigung. Dann meinte ein Diskussionsteilnehmer, naja gut, wenn keiner kommt, dann habe ich eben die Leute nicht genug motiviert, habe es falsch promotet und dann ist es mir auch egal. Wo dann sich die Diskussion entspannen, kann man denn wirklich nur von der rein intrinsischen Motivation der Teilnehmer ausgehen oder ist es nicht ein zu privilegiertes Bild von Jugendlichen, weil wir auch gerne die Engagement fernkriegen wollen. Und da gab es dann eine längere Diskussion, wie kriege ich die? Letztendlich wieder über den Punkt Mitbestimmung, zum Beispiel eine Jugendeinrichtung, die zweimal im Jahr ein Barcamp veranstaltet und den Leuten sagt, okay, ihr kommt her und ihr sagt euch, was sollen wir im Jugendzentrum ändern? Oder überhaupt, was soll hier geändert werden? Und dann war wieder die Frage, okay, aber wenn wir jetzt Barcamp sagen, ist es nicht irgendwie schon wieder so, dass sie sagen, Barcamp, weiß nicht, nee, also muss ich die Methode offenlegen oder sage ich nicht viel besser, kommt mal her, wir treffen uns alle zusammen und dann machen wir das einfach, ohne die Methode offenzulegen. War zum Beispiel auch ein Vorschlag, der verwendet werden kann. Dann in dem Kontext auch wurde das Street College erwähnt. Das ist eine Online-Plattform, auch Facebook-connected, auf der Jugendliche selber bestimmen können, zu was sie eine Weiterbildung, zu was sie einen Kurs angeboten haben möchten. Zum Beispiel Radio machen oder was auch immer. Und dann eben nach dem demokratischen Mehrheitsprinzip entschieden wird, okay, ihr kriegt vom Street College den und den Kurs geboten. Genau. Und ja, dann noch ganz kurz, um das jetzt abzuschließen, Frage war auch noch, wie kann ich denn ansprechen, was für eine Kampagne kann ich fahren, wo es dann hieß, vorhin im Vortrag, ja, Video ist immer super, Video kommt immer gut an, wo dann aber die Einschränkung kam, okay, ich sollte das Medium, das Werkzeug aber im Endeffekt nur verwenden, wenn ich das entweder mit Passion verwende oder wenn ich weiß, wie ich es verwende, weil wenn ich einen schlechten Clip mache, dann spreche ich damit eher weniger an als mehr.